willkommen zum letzten Mal zu den World Cyber Games 2008 hier in Deutschland. Sozusagen die Olympiade des E-Sports. Zum allerersten Mal in Köln und wir waren in den letzten Tagen für euch immer hier vor Ort, haben euch die besten Matches gezeigt. Und heute natürlich zum letzten Tag zu den Siegerehrungen gibt es nochmal ein richtiges Highlight-Match für euch. Ganz genau, da kann ich nur zustimmen, denn es geht um Command and Conquer. Es geht ja zwischen Deutschland und Deutschland ab, jetzt kommt es nur noch drauf an, wer bekommt Gold, wer bekommt Silber, aber wir haben auf jeden Fall hier die Medaillen sicher, da freue ich mich richtig drauf. Es geht nämlich zwischen Dackel und Heckenheinrich richtig ab. Genau, und deswegen habe ich mir Dackel auch vor dem Match geholt, mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, was er denn von diesem Match hält und vor allen Dingen, wer die 10.000 US-Dollar mit nach Hause nimmt von den beiden. Außerdem haben wir natürlich noch die Highlights der World Cyber Games für euch zusammengefasst in einem schönen, bunten Bildermix. Und natürlich habe ich mir am Schluss auch noch den Teamcaptain des deutschen Nationalteams gepackt, mit ihm darüber gesprochen, wie sie das ganze Erlebnis hier so fanden. Ja, und vor allen Dingen, wie wir denn im Medaillenspiegel stehen. Bin mal gespannt, wie viele Medaillen wir heute noch abräumen werden. Was schätzt du so? Also ich will mich diesmal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch in Asphalt 4 zum Beispiel oder ähnlichen Titeln, dass wir da noch ein paar Goldmedaillen mitnehmen können. Genau, und Virtua Fighter 5 gibt es ja auch noch einiges zu erleben. Das Ganze natürlich am Ende der Sendung bekommt ihr das Ganze als Information von uns reingereicht, wo wir denn letztendlich stehen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal ganz kurz, denn gleich gibt noch die heißen Messe-Babes für euch. Und danach machen wir weiter mit dem Command & Conquer Match. Dackel gegen Heckenheinrich. Und natürlich dem Statement des deutschen Teamcaptains. Das Ganze in der nächsten Stunde. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Dann sehen wir uns gleich wieder bei den World Cyber Games 2008. Verfolgungswahn? Computerbild hilft. Anonym surfen mit CyberGhost. Jetzt exklusiv auf Heft-DVD. Außerdem Nokia-Handys und 3000 Freiminuten für 25.000 Leser. Jetzt in Computerbild. Ab sofort im Handel. Genervt von Klingelton-Werbung? Dann Music One. Kein Bock mehr auf Reality-Shows? Dann iMusic One. Du willst wahres Musikfernsehen genießen und das auch noch 24 Stunden täglich? Dann iMusic One. Frei digital empfangbar im deutschen Fernsehen. Mehr Infos unter www.im1.tv. iMusic One. Pure Music Television. Vergiss den Rest. 5 Jahre Love for Games. Die große G-Magazin-Jubiläumsausgabe mit Guitar Hero World Tour, den besten Interviews aus 5 Jahren und großem Konsolenposter. G, jetzt am Kiosk. Home of Hardware, HOH.de. Ihr Online-Shop für Top-Marken zu Top-Preisen. Notebooks, Flatscreens, Spielekonsolen, Digitalkameras. Über 14.000 Artikel lieferbar. Und das sicher, schnell und zuverlässig. TÜV geprüft und mehrfach prämiert. Unter anderem 4-mal Online-Shop des Jahres 2008. Überzeugen Sie sich selbst. Top-Marken zu Top-Preisen.
HUH.de. Spende Blut beim Deutschen Roten Kreuz. Termine und Infos unter www.drk.de. Level R ist ein einzigartiges, kostenloses Spiel, das dynamisches Rennspiel mit Charakterentwicklung kombiniert. Meistere die verschiedensten Strecken und Autos, verbessere deine Skills und tritt gegen deine Freunde oder Gegner aus aller Welt an. Schnall dich an und gib Vollgas, um als Erster die Ziellinien zu überqueren. Auf levelr.giga.de. Gewinnt jetzt mit Giga und Alienware diesen Aurora High Performance Desktop PC. Ausgestattet mit einem AMD Phenom Quad Core Prozessor, Radeon HD 4870X 2 Grafikkarte mit 2 GB Grafikspeicher und 2 TB Festplattenspeicher bietet der Aurora von Alienware alles, was das Gamerherz begehrt. Beantwortet einfach folgende Frage: Wie heißt der berühmteste Klempner der Videospielgeschichte? A. Mario oder B. Sonic? Ruft uns jetzt an unter 11885 kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Giga und Alienware wünschen euch viel Glück. Du bist die Jury. Giga sucht die besten Webmaster Deutschlands und ab sofort ist deine Stimme gefragt. Du entscheidest mit deinem Voting, wer die Rundengewinner sind und in das Finale einzieht. Für jeden, der abstimmt und mitmacht, gibt es neben tollen Sachpreisen ein super Hosting-Paket, inklusive eigener Domains und Software. Der Homepage Award 2008 ist powered by Giga und Quick.de. Quick.de ist deine Erlebnis-Community. Gemeinsam mit Freunden mehr erleben. Alle weiteren Infos und Anmeldung unter giga.de/homepageaward. Ihr steht auf schleimige Aliens, jede Menge Angst und Schrecken in den Weiten des Weltalls und Baller-Action XXL? Ja, dann solltet ihr auf jeden Fall einschalten am 12.11., denn dann gibt's bei uns das große Special zu Dead Space, dem neuen Survival-Horror-Meisterwerk aus dem Hause Electronic Arts. Also, wer sich mal wieder richtig gruseln will, der schaltet ein am Mittwoch um 23.30 Uhr. Giga.de, das ist deine Gaming-Quelle im Internet für News, Videos und Foren. Und wir haben noch mehr. Bei uns kannst du jetzt selbst zum Gaming-Redakteur werden und deine eigenen News schreiben. Egal, was du zockst, wenn du etwas Besonderes weißt, dann lass es deine Community wissen. Schreibe deine User-News und bring dich damit zu Giga The Show. Und unser User Etiguy aus der Community hat dazu eine User-News geschrieben und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir greifen deine Themen auf und diskutieren sie mit euch im Internet und im Fernsehen. Vernetze dich mit über 1,5 Millionen Gamern, die alle auf dich warten. Auf giga.de. Willkommen zurück. Ich kann euch sagen, es bleibt spannend, denn es tritt an Deutschland gegen Deutschland. Ja, Gold und Silber sind uns schon sicher. Jetzt ist nur noch die Frage, wer bekommt den Weltmeistertitel? Wer schafft Gold? Ja, unser guter Micha hat den Dackel vor die Kamera gekriegt und zwar vor dem Match. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, was er so denkt. Deswegen geht's jetzt auch direkt weiter und danach könnt ihr euch auch noch das Match anschauen. Viel Spaß!
Die World Cyber Games hier in Deutschland haben verschiedene Disziplinen, unter anderem auch Command & Conquer, und da sind wir richtig stark als Deutsche. Neben mir steht Pascal aka Dackel, der auch schon in den letzten Jahren immer wieder in Command & Conquer richtig Gas gegeben hat, bei der ESL Pro Series, bei der World Cyber Games und jetzt hier in Deutschland, in Köln, hat er quasi schon den ersten Platz nahezu sicher, denn du bist im großen Finale bei Command & Conquer. Und hättest du das gedacht, dass das so einfach vonstatten ging, so schnell dann noch hier ins Finale reinzukommen? Nein, ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Aber letztendlich habe ich es doch verdient. Ich denke, ich bin der beste Spieler hier und hoffe, dass ich jetzt auch noch gleich gegen meinen Kollegen gewinnen kann. Genau, das ist nämlich die Sache. Es sind drei deutsche Teilnehmer hier am Start gewesen und zwei davon sind jetzt eben im großen Finale. Und der dritte deutsche Teilnehmer, der spielt nachher noch um den dritten Platz, beziehungsweise dritten und vierten Platz. Hätte man damit jetzt gerechnet, dass alle drei Deutsche so weit kommen? Wie sind die anderen Nationen aufgestellt? Sind da nicht so viele gute Spieler mit dabei? Doch, also es ist eigentlich total unerwartet, dass wir so weit kommen. Wir haben eigentlich gedacht, dass unser Heckenheinrich schon in der Gruppe ausscheidet. Der hat es aber bis ins Finale gemacht. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir Gold, Silber und Bronze holen können. Das wäre natürlich was, denn in anderen Disziplinen wie Counter-Strike, Warcraft, da sah es nicht ganz so gut bei uns aus. Counter-Strike ist schon vorher ausgeschieden und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass ihr hier bei Command & Conquer die Medaillen holt, damit wir natürlich am Ende ganz weit oben stehen. Und wirst du dir die anderen Spiele nachher noch anschauen, denn es ist sozusagen, habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch andere Spiele anzuschauen, denn euer Finale findet gleich schon statt hier. Und wie schaut es danach bei euch aus? Ja, ich werde jetzt das Finale spielen und dann werde ich gleich meine anderen, die noch im Turnier sind, unterstützen, meine Teamkameraden, und hoffen, dass es am Schluss reicht. Das ist auch richtig so, das muss auch gemacht werden, damit die Stimmung mal natürlich hier hochkommt, damit das Ganze hier auch ein bisschen brodelt. Denn die World Cyber Games hier in Köln sind einmalig, dass die World Cyber Games überhaupt hier in Deutschland sind. Das erste Mal, dass sie in Köln sind, das zweite Mal, dass sie in Europa sind. Da muss man natürlich gewinnen, um das Ganze mit nach Hause nehmen zu dürfen. Jetzt schaut so aus, wie gesagt, du spielst gegen einen anderen Deutschen. Nimmt man das überhaupt noch ernst? Weil letztendlich, hey, Deutschland ist so oder so Erster. Ob du es bist oder eben der Kollege, ist doch eigentlich egal, oder? Naja, also macht dann doch einen kleinen Unterschied, ob man 10.000 am Schluss gewinnt oder 5.000. Wird es nicht aufgeteilt hier? Ich meine, das ganze deutsche Team ist doch hier, das heißt, das Preisgeld wollt ihr schon selber sicherlich behalten. Ja, also es wäre schon nicht schlecht, wenn ich jetzt gewinne, ja. Das möchte ich natürlich auch, ja. Ich drücke dir auch die Daumen da. Wie schaut es mit dem Training aus? Habt ihr untereinander trainiert? Sprich, kennt ihr die Taktiken des anderen? Nein, ich habe eher mit dem Xeon trainiert, der jetzt gegen Kufu muss, gegen den Amerikaner. Ich weiß nicht genau, wie er spielt, aber ich denke, es wird reichen am Schluss. Das hoffe ich doch mal auch. Dennoch wünsche ich euch beiden einfach mal viel Glück, auch unserem dritten Deutschen, dass er noch Bronze holt. Dann hätten wir Gold, Silber, Bronze und das wäre was. Du musst jetzt sofort spielen, deswegen wünsche ich dir viel Spaß dabei, viel Glück und wir drücken natürlich weiterhin die Daumen. Herzlich willkommen zu unserem Highlight-Match am heutigen Tag. Wir zeigen euch hier von den World Cyber Games das Match in Command & Conquer. Dackel spielt hier gegen Heckenheinrich. Und Dackel, den habe ich mir direkt mal zur Seite geholt, denn er wird das Ganze zusammen mit mir hier kommentieren. Servus, Dackel. Wir schauen uns ja heute mal dein Spiel an, was du eben bei den World Cyber Games gemacht hast. Das ist das Spiel um Platz 1 und um Platz 2, sprich das Grand Final, oder? Ja, richtig. Hi, Michael. Das ist tatsächlich das Weltfinale der World Cyber Games in Command & Conquer. Und fangen wir gleich an mit dem Matchup. Ich habe TDI gespielt, mein Gegner Reaper 17. Und ja, fangen wir mal an. Genau, du befindest dich also rechts unten. Und der Kollege, der deutsche Kollege, muss man sagen, Heckenheinrich spielt links oben, sprich ein komplett deutsches Finale haben wir hier. Und wir spielen Tournament Tower. Was macht diese Map aus? Die ist ja schon seit Anfang an mit dabei, so viel ich weiß. Oder was muss man da achten? Also die Map heißt Tournament Arena. Stimmt, Tournament Arena war das. Genau, ja. Auf dieser Map gibt es ein Hauptfeld, ein Haupt-Tiberium-Feld. Die Map ist symmetrisch, also jeder fängt mit einem grünen Feld an. Und im Laufe des Spiels expandiert man dann zu dem blauen Feld hier oben. Hier gibt es diese blauen Kristalle, die fangen aber erst an zu wachsen. Das heißt, es lohnt sich erst im Laufe des Spiels, nach 10 Minuten schätzungsweise, zu expandieren. Aber ihr habt natürlich auch viel mehr Credits sozusagen, die man eben einsammeln kann. Und was haben wir da jetzt gesehen? Das war der erste Scout-Angriff meines Gegners. Wurde aber abgewehrt von einem Wachturm. Okay, also nichts wirklich zu befürchten. Nein. Einfach nur mal gucken, wo hat der Gegner seine Basis, beziehungsweise wie ist sie schon aufgebaut. Genau, wir haben uns gegenseitig gescoutet und dann haben wir geschaut, ja, wie reagiere ich jetzt? Und ja, am Anfang noch relativ unspektakulär, jeder baut seine Gebäude auf. Ist es vielleicht eine Map, die einer Fraktion irgendwie besonders irgendwie liegt, wo man sagt, ey, das ist eine Not-Map, eine GDI oder eine Screen-Map? Ah, ich denke, diese Map ist relativ ausgeglichen. Ich denke, auf der nächsten Map, die wir sehen werden, da ist GDI leicht im Vorteil, aber hier ist es eigentlich relativ ausgeglichen. Wir spielen ja im Best of Three, das heißt, wer als erster zwei Karten gewinnt, hat das Ganze hier gewonnen. Es geht um 10.000 US-Dollar. Genau. Und wir sind hier eben auf der ersten Map. Da kommt schon ein Angriff hier auf deinen Sammler. Der erste Angriff, genau. Hätte ich fast meinen Sammler verloren. Gerade noch abgewehrt.
Ich glaube, das ist richtig fies, wenn man am Anfang schon seinen Sammler verlieren würde, denn man hat überhaupt keine Möglichkeit, dann seine Basis weiter aufzubauen. Dann wäre schon fast vorbei gewesen, aber zum Glück lebt er noch. Das ist auch ein arges Stromproblem immer. Du schaltest immer wieder... Genau, ja. Und diese Raffinerien benötigen sehr viel Strom und deswegen muss ich immer eine deaktivieren, wenn der eine Sammler gerade die zweite nicht benötigt. Ah, okay. Und, genau. Abgeschlossen. Mein Gegner baut auch schon hier die Flakstation, weil er davon ausgeht, dass ich Orcas baue. Habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Also er spekuliert darauf, dass ich auf Flugzeuge gehe. Ja. Aber schauen wir mal. Machst du schon eine Base-Expansion? Genau, ich spiele mit einer zweiten Waffenfabrik, also gehe verstärkt auf Bodeneinheiten, auf Panzer. Und mein Gegner, der fliegt auch schon nach vorne mit seinem Thronschiff. Also auch er wird sich hier natürlich auf der Karte breit machen, um sozusagen die Map-Control zu gewinnen. Genau. Es kommen auch schon hier die ersten Devorer-Panzer raus. Die Kontereinheiten zu meinen Predator-Tanks. Und jetzt kommt es gleich zum ersten Gefecht in der Mitte der Map. Ja, direkt bei ihm an seiner neuen Expansion. Genau. Aber natürlich mit den ganz normalen Soldaten macht man da keine Schnitte. Da müssen dann doch die Panzer kommen. Genau. Oh, jetzt ist aber ein Turm da aufgebaut und direkt die nächsten Sachen hier hingesetzt. Jetzt haben wir beide zwei Waffenfabriken. Und ja, jetzt ist erstmal meine Panzer gegen seine Panzer. Und hier verlegt fast schon den ersten, aber er zieht sich zum Glück zurück. Ich wollte gerade fragen, wenn man jetzt eine One-on-One-Situation hätte mit den Panzern, wer wird da gewinnen oder sind die beide komplett gleich? Sind es wirklich so, dass die... Nein, also seine Panzer sind deutlich stärker. Und der Kontereinheiten zu diesen Panzern sind meine Flugzeuge. Die baue ich jetzt auch hier. Ah, da ist ja gerade der Flughafen. Genau. Die Plattform wird gebaut. Wobei er ja auch schon diese Flakstation hat, die meine Flugzeuge abschießen sollen. Und ja, jetzt erstmal hier so ein leichtes Abtasten. Jeder schaut, was der andere baut. Niemand traut sich aber wirklich anzugreifen. Deswegen. Aber du sammelst deine Panzer da schon? Genau. Mein Gegner auch schon, aber ich ziehe mich wieder zurück. Also mein Hin und Her. Ständiges Hin und Her, richtig? Richtig, ja. Und er versucht natürlich immer mit seinem Drohnenschiff hinter seinen Panzern herzufahren, um dann diese Flakstation bauen zu können. Also er baut keine Flugabwehrpanzer, sondern dafür diese Plasma-Raketenbatterie. Dann zeigt der Bauer das nächste gleich hin. Und dann kommt schon mein erster Angriff. Jetzt geht's zur Sache hier. Es gibt auch mein erster Panzer. Ich muss natürlich auch gleichzeitig hier irgendwie mit dem Panzer und den Flugzeugen arbeiten. Genau, richtig. Habt ihr euch auch unten und oben die Türme direkt eingesackt? Macht man das? Genau, am Anfang holt sich jeder seinen Turm. Der gibt 10 Credits pro Sekunde. Und hier oben genauso. Also da eigentlich das ausgeglichen, was das Tiberium angeht? Genau, also von der Wirtschaft her sind wir beide genau gleich auf. Nee, er hat sogar nur 4 Sammler, ich habe 5 Sammler. Also bin leicht im Vorteil. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Oh, da kommt jetzt von zwei Seiten direkt belagert, links und rechts, muss ich mich auch wieder zurückziehen. Obwohl er in der Unterzahl mit den Panzern ist, aber du hast eben gesagt, die sind einfach stärker, da muss man aufpassen. Und da geht auch schon einer deiner Panzer jetzt hier drauf. Noch einer, aber jetzt kill ich ihn hier, 2 in meinen Orcas. Oh, das ist schön. Einer, ja. Fies, da ging einer down noch. Ja, und jetzt muss ich hier auch aufpassen, dass ich nicht... Jetzt dachte ich jetzt schon, oh, jetzt sieht schlecht aus, aber... Muss ich da irgendwie zurückziehen, aber leider nicht deine eigene Basis. Die ist gerade recht ungeschützt, oder? Hast du da... Die ist relativ ungeschützt, aber er kann nicht wirklich angreifen, weil ich meine Orcas habe. Sobald er seine Basis verlässt, hat er keine Flugabwehr. Das heißt, das Einzige, was ihm bleibt, ist im Moment hier in seiner Basis zu bleiben. Und jetzt komme ich von hinten. Das ist sehr gut, weil seine Panzer natürlich weit vorne sind. Genau, ja. Und jetzt ist er natürlich gezwungen, mich auch unter Druck zu setzen. Aber siehst du, sobald er hier seine Flugabwehrgeschütze verlässt, falls du mit den Orcas auch wegholen. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht in die Reichweite komme. Aber das klappt ganz gut hier, der einzelne Panzer da vorne, ja. Genau. Selber schuld. Gleichzeitig schieße ich hier auch noch seine Hauptbasis sozusagen kaputt. Muss er jetzt auch verkaufen. Ja, aber sehr schön, dass du da von hinten einen Angriff gemacht hast. Das hat er nicht gerechnet und muss jetzt aufpassen, wie er dann auch seine Einheiten jetzt wieder positioniert. Warum zieht er die jetzt nicht zurück und will er irgendwie deine Panzer da hinten ein bisschen umkippen? Ja, wenn er sie jetzt zurückzieht, dann denke ich, würde er seine Panzer gegen meine Orcas verlieren, weil ich bin sehr mobil. Das heißt, wenn er sie zurückfährt, unbewacht lässt, dann kill ich sie ihm einfach. Sieht man hier jetzt auch, jetzt hat er keinen Strom mehr. Jetzt kann ich da ohne Probleme einen Devorer-Panzer nach dem anderen abschießen. Das ist natürlich richtig fies. Weil er braucht einfach diese Geschütztürme. Wenn der Strom weg ist, dann hilft ihm da überhaupt nichts. Sind die deaktiviert und... Ja.
Ja, deine Panzer stehen einfach mal gechillt rum. Also. Jetzt ist das Spiel schon entschieden. Das ist ja unglaublich. Und damit wurde Heckenheim besiegt. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Map. Für alle Common & Conquer-Fans heißt es dranbleiben hier bei den World Cyber Games, denn dann sehen wir den zweiten Teil des Highlight-Matches des Tages. Dackel gegen Heckenreinig. Unsere beiden deutschen Spieler spielen hier gegeneinander um ein richtig hohes Preisgeld. Ganz genau, denn der erste Platz bekommt $10,000. Das ist auf jeden Fall eine ganze Stange Geld. Und wer das mit nach Hause nimmt, das sehen wir gleich nach der ganz kurzen Werbepause. Deswegen bleibt dran bei den World Cyber Games 2008. Cyber Games in diesem Jahr gefallen? Ja, sehr gut. Also es war das erste Mal, dass ich auf so einem größeren Spielevent war und dafür hat es mir doch war sehr positiv überrascht. Ja, super eigentlich. Ich bin das erste Mal hier und ja, habe einen sehr guten Eindruck davon. Die WCG hier in Deutschland war toll, gut organisiert. Mir hat es gut gefallen. Schöne Halle hier, das Ganze drumherum. War ziemlich gut, doch. Das Spielen für mich selbst war weniger gut. Da war ich letztes Jahr in Seattle wesentlich besser. Mir persönlich hat die WC sehr gut gefallen, besonders die WC3-Spiele. Die fand ich alle sehr interessant und spannend. Ich fand es sehr schön, erst recht, weil es halt in Köln war. War sehr gut zu erreichen für mich, da ich auch aus Köln komme und war sehr angenehm hier. Was hat dir am besten gefallen? Die Spannung bei den WC3-Matches. Ich hätte nicht gedacht, dass auch durch das Zutun der Moderatoren so eine Spannung aufgebaut werden kann. Mir hat jetzt besonders Warcraft 3 gefallen und hier die Spiele vom Counter-Strike-Match. Ja, ich habe in Counter-Strike eigentlich auf die Deutschen gesetzt, aber wir sind halt ziemlich früh rausgeflogen und deswegen wurden meine Favoriten ziemlich früh zerstört, aber dann war ich für Grobby bei WC3. Eigentlich X-Lord, aber der ist leider dann rausgeflogen und dann habe ich auf Grobby gesetzt. Einfach perfekt. Aber wie lange noch? Fallout 3. Ab sofort im Handel. Für Xbox 360. Konsole ab 179,99 €. Man hört sie. Jo. Was willst denn du von mir? Wieso fragen? Den Wirtschaftsteil. Es steckt mehr in ihnen, als wir glauben. Achten
statt Echten. Eine Initiative für benachteiligte Jugendliche. Die Typen an. Die meinen wohl, die können auf uns verzichten, oder? Die haben wohl noch nie einen Tripper gehabt. Das fühlt sich an, als würde man Glassplitter pinkeln. Ja, und die drei Buchstaben HIV haben scheinbar auch keine Bedeutung. Ah ja, unsere Arbeit, die wird einfach nicht gewürdigt. Hier, weißt du was? Ich bin's leid, nicht beachtet zu werden. Und wenn, dann nennen sie uns Lümmeltüte. Nahkampfsocke oder Rammelbeutel. Unverschämtheit! Mach mit bei Shot Online, dem Golf-MMOG. Spiele online gegen deine Freunde oder tritt gegen Gegner aus aller Welt an. Verbessere deine Skills und entwickle deinen Spieler durch Training und im Spiel gegen echte Herausforderer. Mach mit in der Giga-Liga und qualifiziere dich für die Teilnahme am nächsten Grand Slam oder nimm an einem der vielen Shot Online-Turniere teil. Hol dir jetzt kostenlos Shot Online auf shot-online.giga.de. Notiert euch den 11. November, denn da werden wir exklusiv für die PlayStation 3 Motorstorm Pacific Rift anzocken. Einen Tag vor Release. Ein unglaublich interessantes Arcade-Racing-Rennspiel, in dem ihr durch Matsch fahrt, durch die Luft fliegt, über Lava und viele andere interessante Sachen. Hat doppelt so viel Umfang wie der erste Teil und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Motorstorm Pacific Rift von 23:30 bis 0. Am 13. November um 23.30 Uhr haben wir hier bei Giga Games PC eine 30-minütige Sondersendung zum Top-Titel Call of Duty World at War. Die PC-Version des 5. Teils von Call of Duty hat nämlich einen großartigen Koop-Modus, den wir hier natürlich mit 3 weiteren Kollegen ausführlich testen werden am 13. November um 23.30 Uhr bei Giga Games PC. Möchtest deinen eigenen professionell gestalteten Internetauftritt haben, aber dir fehlt dafür das nötige Know-how? Kein Problem, Giga schenkt dir dein eigenes krasses Homepage-Paket. Mit inbegriffen sind unter anderem 750 Megabyte Speicherplatz, deine eigenen E-Mail-Adressen und deine eigene .de-Domain. Außerdem eine Bildergalerie, ein umfangreiches Software-Paket und ein Design-Assistent. Alle Infos findest du auf giga.de/homepage-paket. Am 13. November erscheint der neue Blockbuster aus dem Hause Electronic Arts und DICE. Mirror's Edge sorgt bereits im Vorfeld schon für viel Furore durch ein brandneues Gameplay und frischem Setting. Wir haben am 12. November, einen Tag vor Release bei Giga Games Konsole, um 22.15 Uhr eine 30-minütige Sondersendung zu diesem Top-Titel. Ihr solltet auf jeden Fall einschalten, denn es wird sicher spannend. Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung mit unserem Top-Match. Genau, unser deutsches Derby Dackel gegen Heckenheinrich. Das Ganze in Command & Conquer 3. Ich bin wirklich gespannt, wer hier gewinnt. Es geht um richtig viel, um 10.000 US-Dollar. Ganz genau. Wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und deswegen gehen wir auch schon wieder direkt ins Game. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur zweiten Map der World Cyber Games in Command & Conquer beim großen Finale Dackel gegen den anderen Kollegen aus Deutschland, Heckenheinrich. Und